Kollegin Sabine Zimmermann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Weiß, ich weiß ja nicht, woher Sie die Gewissheit nehmen, dass heute Abend beim Kanzleramtsgipfel etwas herauskommt. Also ich bin mir noch gar nicht so sicher, dass sich die Regierung bewegen wird und gerade finanzielle Unterstützung für die Kommunen geben wird, mehr geben wird, vor allen Dingen in den Bereichen der Unterbringung und in der Gesundheit. Denn da sind große, große Probleme. Und wenn Sie sich vor Ort das mal anschauen würden, dann würden Sie auch wissen, dass es so ist. Nein, ich glaube eher nicht, dass Sie die Realität kennen. Meine Damen und Herren, Menschen kommen aus Not nach Deutschland und viele von ihnen beantragen Asyl, weil es für sie lebensgefährlich ist, in ihre Heimatländer zurückzukehren. So auch Moussa Mohamed aus Syrien, und er schreibt in seiner Geschichte: Ich bin 41 Jahre alt, ich bin Kardiologe und bin wegen des Krieges in Syrien nach Deutschland gekommen. Ich hatte dort einen guten Job und hatte nie vor, nach Deutschland zu gehen. Aber nun ist es so, weil es keinen anderen Weg gab. Er ist verheiratet, hat 4 Kinder, und seine Kinder und Familie sind noch in Jordanien. Und er ist der Erste, der jetzt hierher kommt, und er hofft, dass da seine Familie bald nachkommen wird. Schweren Herzens verlassen viele ihre Heimat und begeben sich auf eine gefährliche Reise. Nach vielen Umwegen in Deutschland angekommen, beantragen sie Asyl, wollen ein neues Leben beginnen und wollen durch ihre Hände Arbeit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Und stellen aber dann fest, dass ganz hohe Hürden vor ihnen liegen. Und wir alle hier im Saal sollten uns vielleicht mal für einen Moment in die Lage versetzen, wie es für uns wäre, wenn wir in der gleichen Situation Hilfe und Unterstützung bräuchten. Es braucht Gesetze und Regelungen, die denjenigen Menschen, die bei uns Schutz, Zuflucht und eine neue Heimat suchen, helfen und sie nicht weiter ausgrenzen. Und genau deshalb fordert DIE LINKE bei der Aufnahme von Flüchtlingen eine Integration von Beginn an und nicht, wie es jetzt hier funktioniert. Wir brauchen auch eine ehrliche Debatte. Wir können davon ausgehen, dass der Großteil der Menschen, deren Asylantrag bewilligt wurde oder sie geduldet sind, dauerhaft in Deutschland bleiben werden. Wir als Linke sagen, Unterstützung und Solidarität ist das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren. Und wir sagen, dass die Menschen, die hierher kommen, eine große Bereicherung für uns sind. Sie bringen viele unterschiedliche Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten mit. Und wir alle gemeinsam müssen eine Willkommenskultur schaffen, damit Nachbarn miteinander leben und nicht wie Fremde nebeneinander. Lassen Sie mich nun zum Arbeitsmarkt kommen. Ende letzten Jahres wurden zwar einige rechtliche Hürden für den Zugang zum Arbeitsmarkt abgesenkt. So weit, so gut, aber leider nur abgesenkt und nicht beseitigt. Das ist schlecht, und ich hätte mir da einiges mehr im Antrag von den Kolleginnen und Kollegen der Grünen gewünscht. Vieles geht in die richtige Richtung, was wir unterstützen, und wir haben ja dazu im Januar auch einen Antrag hier vorgelegt. So wurde das Arbeitsverbot nicht abgeschafft, es wurde von 9 auf 3 Monate abgesenkt. Nur leider ist die Realität immer noch eine andere. Denn es besteht weiter die sogenannte Vorrangprüfung. Das heißt, wenn ein Flüchtling arbeiten will und einen konkreten Arbeitsplatz in Aussicht hat, muss die Arbeitsagentur oder das Jobcenter in den ersten 15 Monaten seines Aufenthaltes prüfen, ob es nicht andere EU-Bürgerinnen und Bürger gibt, die diese Arbeit auch machen können. Und diese Regelung führt eigentlich faktisch in die Nichtarbeit, sagen die verantwortlichen Arbeitsvermittler. Und das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Aber selbst für diejenigen, die bei den rechtlichen Einschränkungen nicht greifen, für die die rechtlichen Einschränkungen nicht greifen, gestaltet sich einfach die Arbeitsplatz- und Ausbildungssuche sehr, sehr schwierig. Es gibt Unwägbarkeiten und Stolpersteine. Wie sieht es konkret aus? Natürlich muss der erste Schritt das Erlernen der deutschen Sprache sein. Aber wir wissen, nur eine Minderheit der Asylsuchenden bekommt die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu machen. Zu den Integrationskursen des Bundes haben sie grundsätzlich gar keinen Zugang. Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass es endlich ausreichend Angebote gibt und ein Recht auf einen Sprachkurs, meine Damen und Herren. Hinzu kommt,
bei vielen eine unsichere Perspektive. Sie wissen oft lange nicht, ob sie wirklich bleiben dürfen. Und Sie alle können sich doch vorstellen, hier in diesem Haus, wenn man von Abschiebung bedroht ist, lebt man in ständiger Angst und in ständiger Verzweiflung. Wir fordern deshalb schnelle und faire Asylverfahren und ein großzügiges Bleiberecht für langjährig Geduldete, meine Damen und Herren. Und es darf doch nicht sein, dass die Menschen, die aus großer Not zu uns kommen, hier dauerhaft in der Schwebe oder in Unsicherheit gehalten werden. Ein großes Problem sind auch die unzureichenden Verfahren zur Anerkennung der Qualifikationen und Berufsabschlüsse. Wir sagen, diese Verfahren müssen frühzeitig ansetzen und leichter zugänglich sein, meine Damen und Herren. Auch die Kosten von nicht selten über 1.000 Euro für Gebühren und Übersetzungen. Für viele Betroffene sind das eine große Hürde, und das muss abgeschafft werden. Völlig unverständlich ist mir auch, dass Menschen, die in Ausbildung sind, abgeschoben werden können. Hier ist eine Änderung der Rechtslage überfällig. Das kann man doch nicht so lange hier hinnehmen. Meine Damen und Herren, leider muss ich an dieser Stelle ein bitteres Fazit ziehen. Diese Bundesregierung ist weit davon entfernt, Asylsuchenden und Geflüchteten einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsleben in Deutschland zu gewähren. Von einem Bleibestatus, einem sicheren Bleibestatus ganz zu schweigen. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, dass meine Fraktion keine Ruhe geben wird, dass wir weiter Druck machen werden, bis die Verhältnisse so geändert sind, dass man eben mit Fug und Recht sagen kann, dass es menschenwürdige Bedingungen für Asylsuchende und Asylbewerberinnen gibt. Und da können Sie lachen, es ist aber so, und das ist eigentlich für mich ein Zeichen, dass Sie das nicht ernsthaft wollen. Dankeschön. Next, sorry.